Genaue Passform. Oh nein. Okay, ich muss irgendwas bauen, das ganz genau passt. Ah, okay, der Boden hier ist weg. So. So, fraglich. Okay, passt. Erst mal möchte ich mich kurz umgucken. Ist hier die Truhe irgendwo? Nein, nicht, dass wir die Stunden verpassen. Ihr seht schon, ich bin sehr lootgierig jedes Mal auf diese Truhe. Was ist das da? Was ist denn da? Da sollst du schon was weg. Halt, stopp. Also, es kommt aber immer wieder. Okay, gut. Halt. Okay. Ah, und hier ist die Truhe. Okay. Moment. So. Gut. Das war jetzt nicht so schwer. Meine Gelee. Okay, Gelee. Rutschreduktion. Anti-Rutschmedizin für 7 Minuten. Anti-Rutsch-Effekt bewirkt, dass auf nassen Oberflächen nicht abrutscht. Oh, dank stark absorbierender Zutaten unerlässlich bei plötzlichen Regenschauern. Halt, stopp. Rezept. Aha. Frosch, Jelly, Dingsbums. Echse. Feenwasser, ne. Das, also ich habe doch von einer Fee, von einer Vanillafee deutlich mehr, oder? So. Wenn wir mit dem jetzt rumgespielt haben. Oh, das ist aber echt eine gute Medizin. So. Wir brauchen das hier. Wie hab ich das jetzt geschafft? Okay, so, gut. Nein. Nein. Theoretisch sollte das doch halten. Warte.
Ja. Perfekt. Das Wundermittel. Ja, aber hallo. Anti-Rutsch, der Regen ist das Schlimmste im Spiel. Er hat mich so gestört. Ich finde es gut, dass Zelda so Do-It-Yourself-Engineering-Game geworden ist. Hey, ohne Witz, ich finde das saugut. Das ist eine Mechanik, die mir richtig, richtig Spaß macht. Das ist geil. Also ich mochte ja schon die Rätsel in Breath of the Wild unglaublich gerne. Die waren schon toll. Mit dem Eismodul, das Magnetmodul, Stasemodul, das war cool. Und dass du jetzt eben auf Sachen, nicht mehr auf Sachen beschränkt bist, die, ausschließlich magnetisch sind. Ah ja, okay, wir haben die Dinger und die Platten. Ich muss Dinge mitnehmen. Nee. Warte. Oh, ich hab's verstanden. Ja. Und zwar, passt mal auf. Also, wir nehmen natürlich die große Platte in der Mitte mit. Als Untersatz. So. Machen jetzt aber außen... Wir haben eine 3. Scheiße, wie soll ich denn das machen? Ich hab's. Gotcha. So, und zwar... Jetzt geht's erstmal so los. Das. Verdammt. Jetzt passt auf. Nein. Das ist doof. Da kippen musst. So. Hier. So. Ihr seht jetzt, wir sind jetzt in den Außenwillen. Wir drehen das natürlich dann um, dass das nach unten geht, dass wir da drauf fahren. So kommen wir vor. Aber die beiden Schienen hören auf. Und es wird anscheinend in der Mitte, nehme ich jetzt mal an, man sieht es hier ein bisschen schlecht, ein neues Ding. Und ich habe nur 3. Heißt, ich hoffe einfach, dass das so funktioniert und das Spiel nicht ganz so gemein ist. Ich will es jetzt einfach in die Mitte klatschen können. Und das funktioniert. So. Dann wenden wir das, legen das schon mal in die Spur rein. Oh. Bye bye. Naja, es kommt gleich wieder. Es fährt kurz hoch und geht dann zurück. Das Mittelding sollte aber gut genug sein. Bonk. So, und wir brauchen wahrscheinlich viel Energie. Ups. Kommst du wieder her? Bleibst erstmal da liegen. So. Wir machen alle 3 hin. Weil. Warum denn auch nicht, ne? Damit wir da auch schön hochkommen. So. Das sieht doch nach einem tollen Gefährt aus, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, jetzt in der Mitte einklinken. Ja. Das Gewicht sorgt natürlich dann auch dafür, dass wir nicht so leicht kippen. Wird es gleich ganz spannend. Und nicht, dass wir jetzt links hängen bleiben. Gut. Wunderbar.
Das ist so, so gut. Ich liebe es. Ah. Was? Oh nein, minus 37. Was ist die minus 37? Jetzt kann ich mal ganz kurz. Ach, du zählst mit. Wie du abschneidest. Ja, gut. Aber das hat Schulden? Nee, das geht ja gar nicht. Schulden geht nicht. Ich merke, du vergisst oft eine wichtige Fähigkeit von dir. Von mir? Das kann sein. Wie bekommt man überhaupt Bananen? Achso, zugucken. Ah, ich glaube, alle 10 Minuten eine. Irgendwie so. Aber eben, komm. Die Dinger sind sowieso mittlerweile kaum noch was wert. Ja. Die Dinger sind wirklich unnütz mittlerweile. Es gibt so alle ein, zwei Jahre manchmal ein Giveaway, wo man sich ein Ticket mit den Dingern kaufen kann. Wenn ich mal was hab, was ich vergiveawayen kann. Ich hab mal, hier oben steht der Kerl. Er macht mich fertig, ey. Ich hab mal, Dingsbums. Mario 64 für, die N64 für Giveaway, weil ich aus Versehen zwei auf eBay ersteigert habe. Ich habe beide geboten, saugünstig, und habe beide bekommen. Da habe ich mir gedacht, ach, was soll's, mach den Giveaway raus. Ah, okay. Ja gut, dann. Wenn das Ding da dazugehört. Dann stellen wir das einfach hier drauf. Hey, Bro. Hi, hallo, sprechen. Ah, du bist, danke für deine Hilfe kürzlich. La, 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 la. Und wirklich 50 weiter verschenken? Ach komm, das habe ich dir gesagt. Was du damit machst, ist deine Sache. Der Staat gibt dir Bananen, heute, EK. Ich weiß schon ganz genau, wie ich sie investieren werde. Und. Ah, ich muss mal warten, bis der Kerzen gerade sagt. Das ist genial! Natürlich ist das genial, hab ich gemacht. Bonks. Warum lässt er nicht einfach den Felsen da drauf stehen? Ich weiß auch nicht. Ich will nur 20, oder wird langsam mal mehr. Na gut. Elektropilz, Weißbildchen. Resistenz gegen Elektro Level 1. Na gut. Und, komm, gib mir den Diamant. Übernachtungsgutschein. Haben wir schon drei davon. Wie gesagt, die Dinger sind nicht mehr viel wert. Da ist ja kaum noch was passiert. Mit denen, ach ja. Aber fast. Und wir löschen, so. Hey. Ich werde noch irgendwann herausfinden, was diese runterfallenden Dinge mir sagen wollen. Ja, in der Nähe passieren Dinge. Das ist doch relevante Dinge, oder? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ja, wer viel Zukunft hat, viele Bananen. So. Ja. So gucken gleich Bananen. Es ist halt die Bot-Währung, die halt irgendwie jeder hat und sich. Jeder benennt sie halt anders. Bei mir sind es halt Bananen damals geworden. Wegen dem Bananen-Gag. Der Clip wurde leider von Twitch selbst gelöscht. Aber nicht wegen dem Inhalt, sondern weil ein Lied währenddessen lief. Ah, ein DMCA-Lied. Ups. Und zwar von den Wise Guys, das Sägewerk. Bad Sägeberg. Der Song lief. Und da wurden halt unten Brunnen auch noch. Sowas wurde halt dann immer dann gelöscht von Twitch. Also Twitch hat es automatisch gelöscht. Die haben jetzt nicht gesagt, oh, das geht nicht, dass das Lied hier verwendet wird. Sondern, ja, wurde halt dann alles gelöscht, was irgendwie Musik im Hintergrund hatte. Und das war der Clip, wie ich zeige, was ich mit meinem Mund und einer Banane tun kann. Kann man hier ziehen?
Ist das eine Glocke? Nee. Bevor es jetzt wieder heißt, Dave sammelt komisches. Oh, warte mal, der ist nicht ganz. Er hat nicht genug Energie. Warum? Da guckt, das ist nicht die ganze Zeit an. Hilfe! Oh nein, da ist jemand drunter. Oh, Wasser. Gut. Oh, die Kiste. Nein, ich kann halt eine Banane am Stück mir in den Hals stecken, weil ich relativ gut bin, meinen Würgereflex zu unterdrücken. Also ich kann, ich habe hier hinten, ich beschreibe es so eine Klappe. Ritter Zweihänder, oha. Ich kann, also es fühlt sich an, als würde ich es umklappen. Warte, ich weg. Dadurch kann ich auch trinken, ohne schlucken zu müssen, weil ich es einfach mir in die Kehle laufen lasse. Ich weiß, es klingt eigentlich jetzt unglaublich widerlich, ne? Aber, warte mal, warte mal, dieses Wedel kann man mal wegmachen. Eieiei. Warum hockst du denn da hinten? Warum bist du denn eingesperrt? Oder wolltest du die Truhe hier haben? Was? Ah. Du, was führt dich in einen Ort wie diesen? Du hast um Hilfe geschrien. Nein, das ist eigentlich nicht wichtig. Könntest du mir vielleicht irgendwie helfen? Ja, ich hab's eilig. Das ist eine schöne Antwort. Ich habe in den Ruinen eine Falle ausgelöst und jetzt hänge ich fest. Was für ein Schlamassel. Kannst du den Schalter sehen? Wenn du ihn betätigst, solltest du mich damit aus der Falle befreien können. Hallo, Gladi. Ein Witz. Was ist denn heute mit den Witzen wieder los? Zwei Frösche sitzen am See. Plötzlich fängt es an zu regnen, sagt der eine zum anderen. Schnell, ab ins Wasser, sonst werden wir noch nass. Na gut. Da drüben gibt es einen Höhleneingang. Durch ihn bin ich hereingelangt. Ich flehe dich an, du bist meine letzte Hoffnung. Ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Wie auch? Wie? Vor dem Schlafen geht noch ein Witz. Dann war im Lurk. Oh, schön. Gefällt dir das Spiel? Da hast du ja ein bisschen was gesehen jetzt. Weil ihr seht ja, ich habe Spaß. Aber wie gefällt es eigentlich euch von dem, was ihr hier seht? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich komme ja gar nicht hoch, ne? Südlich von hier. Erzähl mir alles nochmal, ja. Schalter, das ist mir egal. Schalter, betätigst du da. Höhleneingang. Durch ihn bin ich hereingelangt. Ja. Okay. Und zwar südlich vom Turm. Okay. Wir teleporten von da. Wir können ja den Turm leider nicht nach oben teleportieren. So müssen wir den Umweg nehmen. Aber dann schlaf wunderbar, Gladi. Ja, genau. Wie gefällt euch das Spiel eigentlich bisher? Weil ihr guckt zwar zu, aber ich spiele. Also ich habe richtig Spaß. Das ist absolut großartig. Ich mag nicht das Gesichtskarussell im rechts im Bildschirm rein. So, südlich. Warum regnet es eigentlich schon wieder? Das ist so langsam eine Frechheit von dem Spiel. Ja, und das Spiel? Wie findest du das? Hey, ist halt auf ganz weg. Praise the Lord. So, irgendwo hier? Da wahrscheinlich, oder? Das sieht gut aus. Ah,
Dass es sich während dem Fall nicht mehr erholt, ist gemein. Das ging in Breath of the Wild. Wonnen. Hm. Aber er sprach von einem Höhleneingang. Das wird ja zwangsläufig der hier sein. Gut, okay, so bin ich so der Zelda-Fan. Mir gefällt die Story. Mist, die Echse weg. Die Charaktere aber nie so eine Verbindung zum gehabt. Wie bei Final Fantasy auch so. Boah. Und ich habe jetzt auch nicht so die Verbindung zu Zelda per se, sondern ich bewerte die Spiele eher als eigenständiges. Und Breath of the Wild war halt für mich mein erstes Zelda. Aber es ist halt auch einfach das Open-World-Spiel gewesen, das mir wieder Lust auf Open-World gemacht hat. Von daher. Es ist halt ein großer, geiler Sandkasten für mich. Dass Zelda draufsteht, ist halt. Ist okay. Relativ egal, to be honest. Ah! Warte. Und. Depp. Hey! War doch relativ weit. Ja! Vielen Dank, dass du den Schalter betätigt hast. Endlich bin ich da raus. Und weil ich den Stein hingelegt habe, ist es nämlich jetzt dauerhaft offen. Allein hätte ich mich aus dieser Ruinenfalle sicher nicht befreien können. Wie gut, dass du gekommen bist. Nimm dir bitte das hier als Belohnung. Etwas anderes kann ich dir momentan nicht anbieten. Das ist alles, was da drin war. Gib mir doch den Schatz, der da drin war. Ich habe die Falle ausgelöst, weil dies als Köder drin lag. Na gut, dann war es das anscheinend. Ich will das nicht mehr sehen. Mach damit, was du willst. Aber Moment mal. Ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Im Kartografie-Turm warten wichtige Aufgaben auf mich, also ich muss mich umgehend auf den Weg machen. Gott sei Dank, er ist dafür zuständig. Also gehörte das so. Aha. Das war jetzt zu einfach. Topaz. Auch was wert. Hamburg-Simulator. Es tut mir weh, dass ich das Spiel erst Dienstag bekomme, mehrere Prüfungen in der Schule bald haben werde. Oh, sonst geht es mir hier mit ganz vielen Fremden super. Ganz viele Fremden. Moment, wo bist du gerade? Du bist, Ferien. Ich habe keine Ahnung. Wo sind denn viele Fremde? Im Stadion. Ihr seid im Stadion und guckt euch das längste Fußballspiel der Welt an. Mit dem Chat. Ach so. Mein Fremde aus dem Internet. Ach so. Ja. Wusste ich. Mann. Aber ja gut, ja, warten. Aber dann spoilst du dich hier. Ich hoffe, das ist okay genug für dich. Da habe ich natürlich wieder so viel Äpfel. Na? Danke. Sind alle Freunde hier. Sind eine große Familie. Gut, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber. So, und jetzt nehme ich den anderen Apfel auch mit. Aber ja, hier ist eigentlich immer entspannt. Deswegen, ich muss sehr, sehr selten sowas wie vorhin mal ansprechen. Wie gesagt, das kommt vielleicht einmal im Jahr vor, wenn überhaupt. Wir haben unser Pensum wieder voll, das müsste lieb sein, ein Jahr lang. Was ist das? Auf der Brücke steht ein zweiköpfiger Drache, sehe ich das richtig? Was? Ein was? Ein Flammengriok. Bossfight, Bossfight. Ja, nee, da gehe ich nicht hin. Wir sind immer noch sehr am Anfang vom Spiel. Ach, nö. Federmuskelschwader, ey. Ach Gott, du schon wieder. Oh. Ich hab viele erwischt. Ein Gleiter, ein Skateboard.
Platsch. Ja, ja, wer hätte das gedacht? Wo ist er denn? Wir probieren es mal. Plump. Skateboard? Okay. Die Sache ist jetzt nur die... Hoffentlich stürzt das nicht ab. So, wir kleben ihn da drauf. Sonst Lenker hatten wir jetzt nicht hier, ne? Können wir das speichern? Ja, das ist eine Idee, ne? Danke dafür. Big hugs to everyone. Everyone is great but me. So. Funktioniert. Ey, ups. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Ein Glocksam. Ja. Tschüssi. Die Glocks sind schon cool. Ich habe mich durch TikTok schon genug gespoilt. Ich kenne schon den Endboss-Fight. Ihr solltet eher Angst haben, dass ich euch spoile. Oh ja, dann... Ich war bei Breath of the Wild auch ein bisschen gespoilt. Ich habe es erst über ein Jahr nach Release... Oder fast ein Jahr nach Release gespielt. Vielleicht, ich hatte auch schon ein paar Dinge gesehen. Aber gar nicht so viel. Es ging noch. Ich hatte noch genug... Wow, was? Oh, Momente. Solange ich das in einem Spiel habe, ist alles okay. Ich habe es mehr für die Erfahrung gespielt als für die Story. Und hier ist es halt auch für mich. Das ist der große Sandbox-Kasten. Sondern am Meerbau hochladen. Naja. Da gehe ich nicht hin. Das sieht bäh aus. Bäh, pfui, pfui. Merkt man, dass ich Vater bin? Oh, hi. Dabei sind meine Kinder ja noch nicht mal so alt. Dass sie mit Baby Pui-Pui was anfangen könnten. Wie man unterbewusst die Sprache doch ein bisschen anpasst. Ich erinnere mich daran, an diesen geteilten Ding. Da muss man von unten nach oben laufen, glaube ich, für den Krog. Aber viel ist hier nicht, außer halt... Ja, alles kaputt. Kann mich nicht selbst loben, das ist wie Butter auf Nutella. Ich muss das einmal ausprobieren, damit ich wirklich sagen kann, das ist... Ui. Oh, hi. Hi. Nein, nein, nein. Joho! Du hast mich gefunden! Tschüss! Die Quocks sind schon cute. Ich werde übrigens nicht alle sammeln. Wie im Breath of the Wild. Die, an denen ich vorbeikomme, die nehme ich mit. Punkt. Das war's. Die ich nicht finde, habe ich nicht gefunden.
Ich finde, das schmeckt komisch und zu cremig. Was die cremig schmecken? Dann hast du eher eine lustige Nutella, wenn es cremig schmeckt. Da ist ein Planwagen, eine kaputte. Nordbrunnen von Adeya. Aha, mit Namen. Ich muss zum Turm eigentlich zurück, ne? Weil der Typ ist doch jetzt zum Turm gelaufen, dass wir den Turm aktivieren können. Mist. Ich lauf schon wieder. Es ist so schlimm. Ich laufe einfach irgendwo hin. Lass mich einfach treiben. So nach dem Motto, ich komme schon irgendwo raus und da wird was sein. Das Spiel ist voll genug mit Stuff. Jetzt habe ich da die Blume gesehen und weiß, da ist ein Quok. Ah, nicht ganz, ne? Oh, aber den haben wir schon. So, da oben ist das Plateau. Okay. Aber sind 60 Jahre noch Altersheime gebunden, nicht? Also Alzheimer, nicht Alzheimer. Ja, Alzheimer, dann wird dieser Quok-Sound bei uns allen Flashbacks geben. Ich mag die Dinger ja. Ich finde es ja nicht schlimm. Außer wenn ich eine Challenge machen würde mit finde alle. Es werden wahrscheinlich wieder 900 sein, ich weiß es nicht. Es ist mir aber auch egal. Dann würde der Sound bei mir Flashbacks auslösen. Weil irgendwann hast du halt dann 870 und dann die letzten 30. Dann geht's los. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da Steine sind, die man runterrollen kann, aber... Irgendwie... Nö. In 60 Jahren? Ja, in 60 Jahren gibt's bei mir keinen Alzheimer mehr. In 60 Jahren bin ich tot. Hab ich 90 wert. Haben meinen Lebensstil angeguckt? Haben mein BMI? Mein Cholesterin angeguckt? Ich und 90? Ja, und wenn, bin ich mindestens 20 Jahre davon schon ein sabberndes Stück Fleisch, das gepflegt werden muss. Ich krieg irgendwann einen Schlaganfall. Und das war's. Oh, das ist eine Truhe. Da hinten auch noch einen im Wasser, hast du gesehen? Antiker Dolch. Diese kurze Klinge aus vergangenen Zeiten kann Gegner in Luft auflösen. Für den Einsatz als Stichwaffe ist sie zu klein. Daher wird sie meist als Pfeilspitze. Das ist, als Pfeil, ein antiker Pfeil. Ich weiß schon, was hier ist. Ich verstehe. So, das passt auf. Deswegen stehen da auch die Balken. Das ist auch ein Okay. Ach, ich könnte auch ein Segel bauen, aber... Nö, nö. Wie tief ist das ungefähr? Nicht so tief, ne? SAO, oh Gott, SAO. So, komm. Das zweite Mal, dass wir auf SAO kommen jetzt. Soraya hatte von SAO geredet doch erst, ne? Oh, es ist doch tief. Machen wir einfach noch einen dran, oder? Oh, das könnte... knapp werden. Oh ja,
Ja, unbedingt pfeifen, das war jetzt wichtig. So. Ja, ich hätte auch ein Boot bauen können, aber... Hallo, seh dich doch in die andere Richtung. Genau, so, stopp. Wieso treibt denn das jetzt? Das war so nicht geplant. Genau, so. Ich wollte das nämlich als Steg bauen. Gut. Churchill hat ja auch lange überlebt. Ja gut. Eine Kanone, ein Sonderbauteil, das in Intervallen Geschosse abfeuert, die beim Einschlag explodieren. Eine kraftvolle Waffe, wobei der richtige Abschusswinkel schwer zu finden ist. Also eher ein Mörser. Okay, das hatten wir noch nicht. Das ist neu. Aber cool. So, ich möchte jetzt aber den Turm trotzdem haben. Ich würde gerne mein Leben als alter Fleischbeutel immer mit VR-Headset wie in SAO verbringen. Ah! Da kam SAO gerade das Thema auf. So ein Deep Dive VR hätte schon was. Da gab es doch in SAO auch die Gruppe an Kindern oder Jugendlichen oder was das war. Oh, haben wir irgendwas aus Metall dabei? Nö, passt. Die im Sterben liegen. Oder? Können wir da noch hochklettern? Ich hoffe. Oh nein, du bist zu deinem Freund. Reifen? Das ist neu. Ich markiere dich jetzt nur. Ich kümmere mich später um dich. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, wäre schon cool. Da war doch auch das eine Mädchen, das wir dann irgendwie besucht oder gefunden haben. Also es war dann im Alfheim-Arg, oder? Nee, warte mal. Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem? Auch SAO. Beim VR-Ding im Sterben. Ja, schon, ne? Oh, was für ein Glück, dass du mich gerettet hast. Ich war eigentlich nur in der Gegend, um diesen Kartografieturm zu warten. Die Vorrichtung war kaputt, weil Feuchtigkeit eingedrungen war, aber ich konnte sie im Nu reparieren. Mein Eingesperrtsein hat einige Verzögerungen nach sich gezogen. Meine Freunde in der Baufirma sind dadurch bestimmt ganz schön in die Bredouille geraten. Oh, du bist Kofda von der Dumpster-Agentur. Darum werde ich umgehend zum nächsten Kartografieturm eilen, sobald ich mich ein wenig beruhigt habe. Cool. Ja, das war schon... War nach dem Alfheim. Okay, okay. Ich weiß nicht, die haben sie besucht. Also konnte das nicht während der Main Story von SAO sein. Glasprothesen wie Finn? Glasprothesen wie Finn? Schon für so semi-zukünftige Prothesen. Ja, aber dann bitte Cyberpunk-Prothesen. Dann möchte ich hier meine Mantis-Klingen rauskriegen, ja? Also wir gucken uns die Animation wieder an. Die ist halt einfach geil. Und Blasebalg. Und bye bye. Ja, das ist schon cool. Ich mochte übrigens hier Gun Game Online Dingsbums. Das war cool. Das Mädchen, das sie da kennengelernt haben, die war wenigstens ein bisschen frecher. Sie war nicht so langweilig wie die anderen Charaktere. Firone, der Hylia-See. Ja. Und? Sturm. Da ist einfach nur ein Sturm. Okay. So, ich möchte aber bitte direkt aufmachen.